Ja, wer turnt denn hier herum? Die Kinder der Voltigiergruppe in Obersüßbach. Die Kids müssen sich unbedingt gründlich warm machen, bevor sie sich aufs Pferd schwingen. Aber was ist das Voltigieren eigentlich? Viele haben schon einmal davon gehört, aber keiner weiß so richtig, was es überhaupt ist. Das Voltigieren unterscheidet sich in vielen Punkten vom normalen Reiten, erzählt uns die Trainerin der Volti-Gruppe Josefa Wimmer. Die Unterschiede sind eigentlich ziemlich gravierend. Beim Reiten ist es eben so, den Sport kann man erstens mal alleine machen. Das heißt, man sitzt auf einem Sattel. Das hat man beim Voltigieren auch nicht. Da hat man einen Voltigiergurt und da wird auf dem Pferd geturnt. Beim Reiten wird auf dem Pferd gesessen und Voltigieren ist ein Gruppensport. Reiten eher ein Einzelsport. Dort, wo sie jetzt ihre Kinder trainiert, hat Josefa vor 20 Jahren selbst einmal das Voltigieren lieben gelernt. Viele der Figuren hat sie sich jedoch ohne Trainerin, sondern mit den verschiedensten Dingen selbst beigebracht. An dem für sie faszinierenden Sport hat sie immer noch genauso viel Spaß wie früher. Ich habe vor ungefähr 20 Jahren angefangen, selber zu voltigieren, auch hier auf dem Hof damals. Habe mir dann eben über Fernsehsendungen, über Bücher und so weiter alles so ein bisschen selber auch beigebracht. Und dann bin ich irgendwann zum Trainer geworden, zum Voltigiertrainer, weil uns einfach die Trainer ausgegangen sind. Beim Voltigieren gibt es die unterschiedlichsten Figuren, von leicht bis hin zu den ganz kniffligen. Es wird unterschieden zwischen der Pflicht und der Kür. In der Pflicht haben die Voltigierer strikte Angaben. Zum einen, dass sie Übungen alleine durchführen, zum anderen, dass jeder dasselbe turnen muss. Die Kür ist da etwas lockerer. Maximal 3 Personen, die von der Rolle bis hin zum Salto alles frei gestalten dürfen. Das Voltigieren macht nicht nur großen Spaß, sondern fördert viele Dinge, die man aus mehreren Sportarten mitnehmen kann. Fördern tut es eigentlich relativ viel. Also beim Voltigieren braucht man Kraft, braucht man Spannung, Ausdauer, man braucht Mut. Also so alles, was man aus verschiedenen Sportarten auch so mitnehmen kann. Und natürlich auch das Gruppengefühl fördert es natürlich auch. Wer also pferdebegeistert ist, gerne rumturnt und auf der Suche nach einer Sportart ist, die viel Spaß macht, sollte sich das Voltigieren unbedingt einmal genauer ansehen. Denn auf dem Rücken der Pferde liegt bekanntlich das Glück der Erde.